Bisschen SpongeBob? Krass. Okay, das sieht cool aus. Auch wie der SpongeBob, weil wir hatten schon ein paar Hallo, SpongeBob ist einfach weggeflogen. Need a good rating to finish this level. Ja, aber ich kann ja nicht mehr... Au! Moin Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Happy Wheels. Und wie ihr sicherlich vielleicht schon bemerkt habt, sehen wir hier gerade nicht eure Level, sondern welche aus dem Internet. Und das liegt im Grunde genommen nur daran, dass ich ziemlich fertig bin. Einige werden sicherlich von euch den Vlog gesehen haben und ich habe eben nicht sonderlich lang gepennt. Und dann finde ich es irgendwie so ein bisschen unfair, wenn ich dann eure Level spiele und dann vielleicht sage, oh, das Level hat mir jetzt nicht gefallen und das einfach nur sage, weil ich irgendwie komplett übermüdet bin. Nichtsdestotrotz fangen wir jetzt einfach mal an und guck mal so, was das Internet so für uns parat hat. Und dann wollen wir sagen, can you escape? Schauen wir einfach mal. Wir können ja mal so ein bisschen gegenüberstellen, das Internet versus eure Level. Denn, okay, ich muss, oh. Okay, ich bin so weit. Oh, ich bin noch nicht tot. Komm schon, rein hier. Nein, oh, ich bin tot. Okay, ist noch nichts verloren. So, Pi-Dizzle, komm schon, rein da. Jetzt, yes, oh yeah. Jawohl, und gar nicht mehr so passend ist ja nur ein kleiner Weihnachtsbaum. Aber nur gut, aber nur gut. So, North Pole Town hört sich auch auf jeden Fall ganz geil an. Ich meine, designtechnisch sind die Level sowieso immer ziemlich nice. Die aus... Entschuldigung. Ach, hier, der eine Wichtel muss ich erstmal die... Also den einen Wichtel hat es ziemlich erwischt. Aber ich meine, wir haben ja noch einen zweiten. Ich finde den Santa Claus, der ist sowieso mega weird. Weil eigentlich hat Santa doch so Rentiere... Und nicht so komische Mannequins da vorne. Ich bin mir da nicht ganz so sicher, aber nur gut. Ich meine, Happy Wheels hat ja sowieso seine eigenen Regeln. Und da ist er. Der Victory. Und was haben wir hier noch? Hier, das fand ich, das hatte ich vorhin schon mal gesehen. Happy Wheels iOS. Here is my version of Happy Wheels iOS. Okay, wir gucken das einfach mal. Gucken wir es einfach mal an. Wurde 90.000 Mal gespielt. Also das ist schon nicht schlecht. Hier sehen wir auf jeden Fall schon mal ein nices iPad. Oder was auch immer da sein. Irgendein Tablet auf jeden Fall. Okay, ein cooles 3D-Level. Kann man hier eigentlich... Nein. Oh, ich wollte gerade fragen, kann man hier verkacken und dann springe ich auf einmal so mega doof. Okay, das kriegen wir aber hin. Das ist alles kein Problem. Bin sowieso überrascht, dass wir hier nicht schon viel früher runtergefallen sind. Ich bin echt richtig müde. Oh, was? Moment mal. Und wir waren eben... Der sieht aus so aus. Wir waren eben noch ein bisschen... Hä? Ein bisschen einkaufen. Was ist hier los? Oh, komm schon. Gib mir einfach den Victory. Mehr möchte ich doch gar nicht. Ey, das sieht richtig fett aus. Also keine Ahnung, etwas irgendwie, ich verstehe auch gar nicht genau, wie das so funktioniert. Wie man diesen iPad-Vordergrund oder Hintergrund da so einbauen kann. Also ich muss sagen, ich finde das echt richtig, richtig fett. Und dann snacken wir den Victory. Schauen wir mal. So, Pogo Jump 3D. Ich bin ja schon so mehr so ein Ultimate Ninja. Okay. Okay. Okay, da klingt jetzt erstmal ganz klassisch an der Tür, aber da kann ich jetzt natürlich nicht rangehen. Oh. Alter, wer bist du denn? Alter, Larry the People Mower. Du kriegst ja. Oh! Alter, du kriegst hier aber. Oh, wer ist denn da? Warte mal, ich würde gerne den Namen sehen. Okay, kann ich leider nicht. Ist auch kein Problem. So, fahren wir hier einfach mal so längs. Ich bin hier schon gespannt, wer an der Tür ist. Oh! Ein Psychopath. Ich finde das cool. Zieht euch mal diese kleinen Gesichter rein. Die sind richtig krass gepixelt. Wow. Verdammt, der hat uns getötet. Okay, ist ja kein Problem. Ich meine, wir wollen ja der Ultimate Ninja werden. Dementsprechend dürfen die uns ja eigentlich nicht aufhalten. So, Kollege, jetzt lassen wir mal kurz mal hier so ein bisschen... Verdammt, wie komme ich denn da jetzt? Okay, alles easy. Warte mal, den müssen wir so ein bisschen... So wie eben... So wie eben war das auf jeden Fall nicht. Aber ich will mich jetzt auch nicht zu lange mit dem Level aufhalten. Weil ich möchte mir natürlich auch so ein paar mehr Sachen angucken. So, warte jetzt. Und hier so. Du kommst. Verdammte Kiste. Okay, mach einfach mal weiter. Ihr könnt euch das. Ihr müsst einfach nur This Week und Rating anwählen. Dann funktioniert das auch. Oh, was haben wir hier? Die Zombie-Apokalypse. Sind eigentlich immer ganz cool. Ich weiß ja nicht, wer von euch The Walking Dead guckt. Das ist ja auch ganz nice. Obwohl, so richtig geflasht hat... Oh, ich habe eine Waffe. Bam, Digga. Entschuldigung, warte mal. Zombie-Attacke! Ah, oh, der hat mies kassiert, Alter. Oh, warte,
nein! Gibt's ja noch so ein. Ey, das sieht auch wieder richtig nice aus. Ey, die Leute aus dem Internet, ey. Also, die haben es teilweise drauf. Ich meine, Level von mir gab es auch einige, die dem in nichts nachstehen. Aber muss schon sagen, dass das richtig nice ist. Und ich meine, das ist doch kein Zombie, das ist irgendwie nur ein Skelett. Hat man das abgenagt? Der lebte doch gar nicht mehr. Jetzt lass mich ja kurz durch hier. So, Entschuldigung. Mister. Was haben wir denn da gerade gemacht? Oh, sah aber nicht ganz koscher aus. Wow. Okay. Ich hab doch nicht mal geschossen. Wie kann der denn einfach umfallen? So, Entschuldigung. Bam. Okay, das war ganz nice. Jetzt kommt der nächste. Ich will. Oh, schade. Also das hätte ich nochmal. Das wäre so geil, hätte man so Bossgegner oder so gehabt. Das wäre richtig, richtig fett gewesen. Was haben wir hier? Angry Storm. Oh, warte mal. Ich möchte zumindest. Das ist ein Paluten 3D-Level. Also Paluten 21, 3D easy. Aber wir machen mal Bottle Run. Ich bin so ein Bottle Run-Dude. Mal gucken, ob das richtig schwer ist oder ob man das easygoing snackt. Okay, der Part war. Oh, jetzt geht's hier so ein bisschen nach oben. Okay. Slowdown. Nee, Showdown. bitte. Und. Da ist er. Der First Try sogar. So muss das sein. Jump or die. Gibt's viele coole. Ich bin ja auf. Wir gucken nur ganz kurz in das Level rein. Ich meine, das ist vom 26.12. Bis wir das gespielt haben, habe ich bestimmt schon wieder ein neues. Wir gucken einfach nur mal ganz kurz rein. Ich guck mal, vom Bob Bilton. Hey, Paul, ich habe Lust bekommen, dir auch mal ein Level zu bauen. Sonst baue ich immer fleißig für das Atlas-LP. Es ist ein 3D-Level, wo ich etwa eine Stunde dran gesessen habe. Viel Spaß und Hulu! Gucken wir mal ganz kurz. Okay, ist auf jeden Fall. Oh, schneller. Oh, oh. Komm schon. Langsam. What? Ich hab mich verhakt. Verdammt! Okay, warte mal, dann gucken wir uns nochmal an. Okay, komm schon. Nee. Oh, verdammt! Dieses blöde langsam, das ist. Ich will immer schneller. Und dann, warte. So, langsam. Jetzt fahre ich hier so drauf. Zack. Und dann springe ich runter. Okay, Timmy ist mal wieder vorgesprungen. Oh, Mini-Rope-Swing. Muss ich mich hier festhalten? Nee. Warten. Ah, jetzt funktioniert's auch. Alter, ein 3D-Rope-Swing und da unten ist der Victory. Ich muss doch eigentlich nur hier runterfallen, oder nicht? Wenn ich das irgendwie schaffe. Ich muss, wenn, nach vorne fallen. Bro, genau. Push it. Pow-pow! Sogar der Victory ist in 3D. Oh, ein schönes Level. Oh, nice. So, was schauen wir, haben wir hier noch so schönes? Kill the Couples. Xmas, weißt du? Hier ein bisschen Matrix. Very hard. Okay, let's get it. Das sieht nicht gesund aus, wie ihr da gerade. Okay, warte mal. Oh yeah. Komm schon. Gib mir da Victory. Ach so, man muss da raten, wenn man über. Ja, toll. Kein Wunder, dass es so eine gute Bewertung hat. Weil ich dachte, das wäre so ein richtig fettes Ding. Bikini Bottom Demo? Das hört sich auch nice an. Ein bisschen SpongeBob? Krass. Okay, das sieht cool aus. Auch wie der SpongeBob. Weil wir hatten schon ein paar. Hallo, SpongeBob ist einfach weggeflogen. Need a good rating to finish this level. Ja, aber ich kann ja nicht mehr. Oh, oh! Ja, gut. Hab ich gesagt, dass gerade sein Kopf explodiert ist? Könnte sein. Aber man weiß es nicht genau. So, schauen wir weiter hier. Oh, Hulk Smash. Das ist auch immer awesome. Dann macht man so und dann Hulk Smash. Bam! Finde ich immer ganz lustig. Aber natürlich muss man einfach sagen, dass so dieser persönliche Bezug, deshalb spiele ich auch so gut wie nie Level aus dem Internet, aber dieser persönliche Bezug mir persönlich dann immer fehlt, weil es macht mir halt am meisten Spaß, dann dahingehend mit der Community auch zumindest in dem Sinne ein bisschen zu interagieren, indem man eben Texte vorliest, pipapo. So, was haben wir denn hier noch? Rope Soccer? Okay, das ist easy. Das bedeutet, wir kriegen easy going victory. Okay, was muss ich hier machen? Oh! Okay, ich habe getroffen. Ich meine, er hat ja gesagt, dass es easy ist. Aber hier kommen wir ganz gut mal durch mit den ganzen Leveln. Das ist immer schön, schön nacheinander. Penalty Segway Race. Das hört sich auch nice an. Vor allen Dingen, die wurden immer mehrere 10.000 Mal gespielt. Das ist immer richtig krass. Okay. Select the CPUs. Ich hätte gerne. Warte, wir machen mal normal, Alter. Alles normal im Step. Los geht's. Achso, das ist jetzt mein Gegner. Okay. Los, los, los. Oh, da ziehe ich vorbei. Oh. Nein, mein eines. Oh, verdammt, ich bin tot. Okay. Warte mal, dann machen wir trotzdem alles normal im Step. Das ist ja auch richtig geil. Mach mal so, zack. Ich gebe schon mal richtig Gas hier.
Los, los, los. Er hat immer am Anfang so ein bisschen besseren Start. Warte mal, hier werde ich gar nicht springen. Ah, Mist. Nein, verdammt, ich dachte, ich schaffe das. Ich müsste das eigentlich auch irgendwie so mit ganz viel Glück. Okay, warte, Bro, Alter. Ich werde jetzt hier so. Und jetzt. Jetzt. Ja, das sieht doch schon besser aus. So, nee, 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 hier will ich nicht springen. Und Sprung! Ha! 1:0 für P-Dizzle. Oh, schnell zurück, schnell zurück, schnell zurück. Zack, schnell wieder nach vorne. Oh, das könnte... Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Nein, fahr doch da hoch! Was macht ihr denn? Wieso bin ich da nicht hochgekommen? Yes. Oh, nein, nein, nein! Oh, ha, oh. Und los geht's. Und runter hier. Zack. Bitte, 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 bitte. Nein, wieso bleibst du denn manchmal da so hakt? Da kommt er doch schon wieder. Muss ich hier runter? Nein! Das kann doch nicht wahr sein. Ich dachte... Okay, einmal probiere ich das jetzt noch. Einmal auf Normal. Okay, dann ist hier aber auch finito. Okay, okay, okay. 3, 2, 1. Los! Komm schon, komm schon, komm schon. So, warte mal. Hier, ich glaube, es ist auch gut, wenn man hier mal einmal springt. Ah, oh, nee, da bin ich... Nein! Okay, ich würde mal sagen, da kriege ich irgendwie nicht hin. Bin ich ein bisschen zu tollpatschig oder auch einfach viel zu müde für. So. WWE Radio Tag, also irgend so ein Wrestling-Ding. Ja. Okay. War jetzt nicht so der heiße Scheiß. Was haben wir denn hier ganz oben nochmal? Obstacle Course Demo? Ey, ich meine, das wurde 58.000 Mal. Was ist das denn hier? 132.000 Mal? Oh, das sieht aber cool aus. Forward, Break, Balance Buttons. Okay, ich bin hier in meinem geilen Pickup-Truck unterwegs. Hab so ein paar Geschenke. Ich meine, ein Geschenk habe ich aus Versehen schon verloren. Ich meine, ich weiß auch gar nicht, was muss ich denn hier genau machen? Ich weiß nur, dass es ziemlich fett aussieht. Also allein vom Design. Und so ein schönes Auto. So ein cooler Pickup. Ich meine, kann man scheinbar sehr, sehr gut Geschenke mit transportieren. Also mit dem Smart wird das schon ein bisschen eng. Also wenn da noch eine zweite Person drin sitzt und Geschenke und Merry Christmas. Ist ja auch schon wieder vorbei. Gab es da nicht so eine Diskussion, dass man nicht... frohe Weihnachten sowas sagen soll, weil das andere Religion, irgendwas war da, auch schon wieder eine große, große Diskussion. Angry Stone. Weißt du, das hört sich gut an. Kleiner Angry. Das ist ein Meteor und kein Angry, nein, kein Angry Stone. Okay, das kriegen wir hin. Komm schon, diesen Victory snacken wir uns noch. Diesen Victory. Verdammt. Komm schon. Warte mal, ihr blöden Arrows, Alter, ihr könnt auch mal schön zu Hause bleiben. So, geh mal weg hier, Mann. Zack, zack, zack. Oh, bitte keine Harpoon. Wow, 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 wow. Okay, so ein Mann hat's erwischt. Aber, Alter, wie der da an die Wand getaggert wurde. Und da ist er doch. Meine Damen und Herren, und ich würde mal spontan sagen, dass es das für heute war. Ich werde jetzt gleich noch versuchen, Bad Wars fertig zu machen. Ich glaube, ich habe auch noch eine Folge mit Delay. Allerdings weiß ich nicht mehr. Ich glaube, da wurde ich richtig gedemütigt. Die haben mich da richtig, richtig zerstört. Ich meine, das war nicht feierlich. Ich muss mal gucken. Schauen wir mal. Ich muss aber so langsam echt mal eigentlich ins Bett. Aber ich meine, es ist noch viel zu früh, jetzt ins Bett zu gehen. Das geht nicht. Auf jeden Fall, Leute, wenn die heutige Folge euch gefallen hat, lasst eine kleine Bewertung da. Beim nächsten Mal zocken wir auf jeden Fall wieder eure Level. Dann ist P-Dizzle auch wieder ein bisschen wacher. Und in diesem Sinne, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.